Noch in diesem Jahr soll die Doktorarbeit fertig werden. Der Biochemiker Sebastian Riese steht täglich 10 Stunden im Labor. Bei komplizierten Verfahren holt er sich manchmal Tipps von anderen Wissenschaftlern. Online. Er ist Mitglied des Forschernetzwerks ResearchGate. Da ist der große Vorteil, dass man da auch negative Informationen einfach bekommt. Was hat nicht geklappt? Was sollte man lassen? Wie sollte man das am besten machen, damit der und der Fall halt nicht eintritt? Das ist sehr viel wert. Über 1 Million Mitglieder hat das Forschernetz weltweit. Besonders zahlreich vertreten sind Mediziner und Biologen. Die akademische Gemeinschaft im Netz macht auch seinen Chef neugierig. Interessant, finde ich auf alle Fälle interessant, gerade wenn es darum geht, methodische Probleme, die immer wieder auftauchen, schnell aus dem Weg zu räumen, kann man auf die Expertise von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zurückgreifen, an die man über dieses Portal offensichtlich sehr schnell und sehr einfach gelangen kann. Finde ich gut. Wie verändert das Internet die Wissenschaften? Das beobachtet Jürgen Renn, Leiter des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte. Ich glaube, dass diese Netzwerke viel bringen, denn sie machen die Kommunikation leichter. Sie machen es auch leichter, auf die richtigen Fachkollegen zu treffen, die die Interessen teilen. Aber ich glaube, was eben noch wichtiger ist, dass auch die Quellen, über die wir arbeiten, genauso elektronisch verfügbar werden. Open Access ist das Stichwort. Das heißt, nicht nur Diskussionen, auch die wissenschaftliche Literatur soll im Netz frei verfügbar sein. 750.000 hochauflösende Bilder von Originaldokumenten haben die Wissenschaftler bereits ins Netz gestellt. Sie sind nun weltweit zugänglich. Jetzt können Forscher leichter gemeinsam arbeiten und dabei vielleicht völlig neue Zusammenhänge entdecken. Ich glaube schon, dass es eine Revolution ist wie die Gutenbergsche Druckrevolution. Aber wie man als Historiker eben weiß, hat sich das auch nicht in einem Moment vollzogen, sondern das ist eine längere Entwicklung. Also da ist auch noch eine Kulturveränderung nötig. Früher hat man oft seine Karteikästen ein Forscherleben lang gehütet. Heute wird man eigentlich dazu eingeladen, alle diese Daten möglichst schnell in einer Datenbank im Internet verfügbar zu machen und zu teilen. Und das sieht dann auch schon mal für den Einzelnen wie ein Verlust aus. Aber ich glaube, es ist eine Bereicherung. Doktorand Sebastian Riese profitiert auf jeden Fall vom Internet. Die Forschungsliteratur steht online und wenn es Fragen gibt, kann er sie Kollegen stellen. Denen am Tisch gegenüber oder den vielen Tausend im Netz.